What the fuck? Der liebe Yasin hat mich darauf hingewiesen, dass wir hier in den Kandisminen 4 noch einen Pixluigi vergessen haben. Und hier unten ist er. Und hier im Regenbogenlevel ist da oben eine Röhre. What the hell? Wie zur Hölle soll man die finden? Diese super random. Aber hier ist ein riesiger Pixluigi Friends. Ja, ja, so sieht's aus. Wir werden sogar mit One-Ups belohnt. Okay, wenigstens etwas. Auf jeden Fall danke an die ganzen Kommentarschreiber, seid der Hammer. So, dann sollten wir, glaube ich, 100% technisch auch wieder auf dem neuesten Stand sein. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von New Super Luigi U. Wir gehen jetzt zum Ausverkauf ins Geisterhaus, ja, Welt 7 Geisterhaus, wo es für uns weitergeht. Und, Und das bedeutet für uns, Secret Exit irgendwo, ne? Wir kennen das Prozedere mittlerweile. Oh, wo sind wir dann? Den will ich doch haben, ne? Geisterhaus bedeutet immer auch gleichzeitig Secret Exit. Und wie gesagt, das sieht hier gar nicht so easy aus. Okay. Und hier kann man sich seinen Stern erweitern, was, glaube ich, sehr hilfreich ist. Oh, da hätte ich rübergemusst. Okay, da hätte ich rübergemusst. Okay, wir hätten zwei Wege. Ich habe beide nicht bekommen. What the fuck? Das kam etwas überraschend, wenn ich ehrlich bin. So, wir probieren das nochmal. Jetzt springe ich hier rüber. Was auch immer da auf mich wartet. Oh, nochmal ein Stern. Sehr sozial. Ich glaube, unten müsste fast das Secret Exit gewesen sein. Oder da oben. Da ging es gerade auch noch oben lang. Okay, so viele mögliche Wege. Holy shit, das ist insane. Aber es kann tatsächlich sein, dass wir hier unseren Stern vielleicht wirklich bis zu einem bestimmten Punkt im Level mitnehmen müssen. Oder es ist super crazy. Da unten kann ich rein. Okay, Moment. Der Sprung muss jetzt einfach sitzen. Tut er. Sehr gut. Und da ist immerhin schon mal Starcoin 3. Okay. Aber dann wird vermutlich der Secret Exit da sein, wo die Plattform runtergefallen ist. Wo der Pixluigi ist, weiß ich gerade nicht. Aber wir haben alle drei Starcoins. Und ich schätze, ich bin jetzt am Ende des Levels. So sieht's aus. Und dann, ja, kann ja eigentlich nur noch da unten bei der Tür der Secret Exit sein. Den haben wir den durch Zufall gefunden, ne? Schöne Sache. Nein, aber ich hoffe, der Pixluigi ist da. Ansonsten weiß ich leider nicht, wo er ist. Aber ich sag mal, falls er da nicht unten sein sollte, dann habe ich ja euch, oder? Komm schon. Wäre voll korrekt von euch. Aber erstmal um den Secret Exit kümmern. Vielleicht klärt sich das ja von alleine. Mopsy taucht in Welt 1 auf? Habe ich nicht im letzten Part noch die Meldung bekommen, ich habe Mopsy in jeder Welt gefangen? Erst Secret Exit, dann Mopsy. So, hier müssen wir jetzt draufbleiben. Um dann im letzten Moment hier rüber zu springen. Und da drüben wäre auch noch was gewesen. Was zur Hölle wäre da denn gewesen? Oh, guck mal. Ich habe, okay, das Luigi Easter Egg gefunden. Oh mein Gott, ein Luigi's Mansion 2 Easter Egg. Geil, geil, geil. So ein schönes Spiel und ein richtig schönes LP davon auf meinem Kanal. Ich bin mit dem LP von Luigi's Mansion 2 für den 3DS extrem zufrieden. Ja gut, aber dann haben wir alles. Wir haben das Luigi Easter Egg, wir haben alle drei Starcoins. Das ist das, was zählt. Ich weiß nicht, was da jetzt noch rechts gewesen wäre. Vielleicht wäre das irgendwie so eine Art Rückweg gewesen zum normalen Exit. I don't know. Jetzt schauen wir erstmal, wo uns der Regenbogen hinbringt. Ich glaube, direkt zum Castle, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, richtig, es ist ein direkter Weg zum Castle. Ist es aber für uns nicht relevant. Ich kümmere mich jetzt erstmal um Mopsy. Wie gesagt, wir haben ja eigentlich die Meldung bekommen, dass wir ihn schon überall gefangen haben. Aber so, why not, ne? Ich mach's lieber mal, bevor wir dann am Ende noch Probleme haben. Okay, wir haben ihn. Ich habe seine Feuerblume verloren, die ich eingesetzt habe, dass ich nicht immer direkt bei jedem Gegentreffer draufgehe. Aber hier ist immerhin eine neue P-Archel für uns. Also ich glaube, für die 100% haben wir schon alle Mopsys gefangen. Ne? Also es zählt nicht mehr zu den 100%. Ich denke, alle Mopsys, die jetzt noch kommen,
gelten so ein bisschen, sage ich mal, die sind einfach nur da, dass man sich neue Pi-Eicheln holen kann. Werde ich natürlich machen. Kann man immer gut gebrauchen. Aber ich glaube, es ist nicht für die 100% notwendig. Hoffe ich. Ich sammle sie auf jeden Fall, werde sie auf jeden Fall immer einsammeln, allein schmiegenden Items. Schaden kann es auf keinen Fall. Aber wie gesagt, gerade im letzten Part haben wir noch die Meldung bekommen. Ja, du hast jetzt Mobs in jeder Welt gefangen. Ja, also, denke ich, ist das jetzt nur zum Item-Farmen. Aber können wir gebrauchen. So. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Okay, wenn wir nach unten gehen. Ne, wenn wir, ich glaube, wenn wir hier lang gehen, kommen wir oben raus. Nein, wir kommen in der Mitte raus. Egal. Vollkommen. Oh, nee, es ist nicht egal. Das ist nicht egal, weil eigentlich will ich gar nicht gegen die kämpfen. Ich will eigentlich zu einem dieser Level, ne? Die da sind. So, hier ist auf jeden Fall schon mal unser Stern, den wir brauchen, um die zu bekämpfen. Ist halt auch leicht verdiente Items, ne? Muss man halt auch einfach mal zugeben. Oh, ein Mini-Pilz. Ja, nee. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nee. Will ich eigentlich gar nicht. Nee, weg damit bitte. Ich bin mit meinen Items, die ich hier drin habe, sehr zufrieden, ne? Ich möchte mich von keinem Item... Muss ich? Ich muss... Doch, okay. Nein, stopp. Ich muss ihn, den auswählen. Okay. Ich dachte gerade schon, die zwingen mich dazu, mein Inventar jetzt zu räumen. Ja, nee, das war jetzt nicht so gewollt. Ich will heim. Mami, ich will heim. Ja, danke. Okay, wir probieren das nochmal. Jetzt aufpassen. Ich will zum oberen Level. Zack, 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 zack. Okay, ich glaube, wenn ich jetzt einfach geradeaus laufe, dann müsste ich nach oben kommen. Ja, okay, okay. Muss den Weg einfach zurückverfolgen. War ich vorhin wohl ein bisschen zu dumm zu. Und den Kampf schneide ich euch jetzt raus. Okay, Leute, ich bin im Kampf gestorben. Das ist peinlich. Aber jetzt kann ich mir immer eine Feuerblume snacken, die da drin ist. Ich habe extra noch ein Item eingesetzt, das in unser Inventar wieder Platz hat. Und dann gehen wir jetzt ins obere Level, und zwar in Boomerang-Wolken und Springbrüder, Fragezeichen. Könnte ein Clickbait-Titel sein. Aber ich denke, Moment mal. Der Anfang sieht schon wieder verdächtig aus. So, eine Lücke hinterm Anfang. Das sieht man auch selten, ne? Aber ich habe jetzt kein Luigi-Stack gesehen. Check mir einfach mal ab. Check mir einfach mal ab, was hier so los ist. Oh, wir kriegen Yoshi. Unseren Buddy. Na, sieh mal einer an. So. Mal schauen, was der so zu melden hat. Oh, die kann ich auch wieder zurückfeuern. Oh nein, Yoshi! Oh, ich habe ihn wieder. Okay. Okay, Moment mal. Das kriegen wir hin. Ja, nämlich genau so. Und zack, ich fresse ich mal, um zu gucken, ob es da reingeht. Na, wir haben jetzt natürlich wieder viel zu erkunden und wenig Zeit. Na, die Zeitproblematik wird mir immer mehr und mehr bewusst. Oh, da, bei denen könnte auch was sein. Na, in der... Da, aber warum sammle ich die eigentlich? Warum mache ich das? Weil ich der Sammler 4000 bin. Okay, da drüben ist ein Starcoin. Muss nur kurz gucken, muss ich hier rein? Geht's hier rein? Nein. Okay, ihr haut mal bitte ab. Oh nein! Oh nein! Yoshi lebt noch! Yoshi ist ein Überlebenskünstler. Okay, Moment mal, den killen wir kurz. So, dann gehe ich da runter. Das ist auch Starcoin Nummer 2. Und ich werde von meinem eigenen Boomerang gar nicht getroffen. Na, sieh meiner an. Sehr sozial. So, keine Ahnung, was da unten ist. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Sieht zwar alles hier sehr verdächtig aus. Na, jetzt ist auch der Wonderpilz runter. Da ist was, da ist... Okay, da ist ein Secret. Wo nichts drin ist. Ist das euer Ernst? Ein Secret, in dem nichts drin ist? Was zur Hölle? Ja, und jetzt sterbe ich halt wegen der Zeit, ne? What the fuck? Sogar noch die Starcoin mitgenommen! Sogar noch die Starcoin mitgenommen! Und bei einer Sekunde im Ziel gewesen! Yo! Oh mein Gott, mega. Das muss noch nach unten. Zack, zack. Ja, okay, nach unten ist gar keine Abzweigung. Ja, das kriege ich auch noch. Das ist ja... Okay, was für ein geiler Abschluss für Endlevel. Epic. Ab in Zuckerwattenwolken zu den 5 Flammenhunde über Riesenrädern. Das klingt ja mal sehr mutzusprechend. Das sind Hunde? Okay, ich höre zum ersten Mal, dass das Hunde sind. Ne? Flammenhunde heißt es ja. Ich meine, Flammen, ja, der Name erklärt sich, aber dass das Hunde sein sollen. Wie gesagt, man lernt nie aus. Das sind also Flammenhunde. Wir sind sehr entspannte Hunde eigentlich. Also, jo, die feuern all ihr Feuer auf einmal und gehen dann direkt drauf. Ey, die sind so richtige Kamikaze-Hunde.
Jo, was ist mit euch los? Bei den Pflanzen unten könnte was sein. Oder da oben, ich weiß es nicht. Ja, aber solange ich die Starcoins hier noch sehe. So, ne, ist das ja... Oh, oh, jetzt bin ich tot. Jo, wo bin ich jetzt aufgelandet? Ich bin auf irgendwas gehüpft. Ich weiß nicht auf was, aber ich lebe noch. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Oh, Hund. Flammenhund. Oh, geil, geil, geil. Ich lebe noch. Oh nein, meine Eiche. Okay, ich hab sie. Jo. Oh mein Gott, ich lebe noch. Verrückte Dinge, die sich hier abspielen. Und da oben ist die dritte Starcoin, ne? Da wollen sie gucken, ne? Hast du dir die Eiche geholt? Habe ich. Aber schon wieder kein Luigi-Easter Egg. Mit Sicherheit hinter irgendeiner Piranha-Pflanze. Bloß ich habe es in der Hektik nicht gesehen. Uiuiui, ich verpasse halt ganz schön viele Luigi-Easter Eggs, ne? Das ist schon das zweite. Aber ich ist ja nicht so, als ob ich mich nicht umgucken würde. Aber ich sag mal, mit allen Starcoins durch Level zu kommen, hat für mich halt Priorität. Für die Luigis habe ich ja euch. Und wir machen direkt noch, 7-6 Schlangenblocklauf über den Wolken. Oh ja. Ja, Mann. Da habe ich ja übertrieben Bock drauf. Ich werde nicht alle drei Starcoins beim ersten Mal haben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil man dafür wieder irgendwas predikten muss, ne? Zum Beispiel hier unten, ne? Da sowas. Okay. Okay, jetzt wurde ich getroffen, was ein bisschen räudig ist, aber ich sag mal, ich habe immerhin die Starcoin. Okay. Was kriege ich? Eine Eichel. Okay, dann scheint die wichtig zu sein. Man kriegt oftmals hier die Items, die man braucht. So viel dazu. Ich wette, da brauche ich sie, oder? Oh mein Gott! Ich dachte, ich wäre tot, aber es war die dritte. Es war die dritte. Wir haben eine vercheckt. Und der Pixel-Luigi könnte bei der zweiten Starcoin sein. Oder der Pixel-Luigi war hinter irgendeinem Wolken, ne? Kann auch sein. Okay, das ging auch schon wieder turbo schnell vorbei. Immerhin haben wir bei... Ja, okay. Aber es bringt mir nichts. Ich kriege jetzt ein Item, aber mein Inventar ist voll. Das heißt, irgendwas muss ich wegwerfen. Und bei 55 bekomme ich... Oder vielleicht ein One-Up kriege ich. Oh, schade. Das wäre gut gewesen. Mein One-Up hätte ich mitnehmen können. Jetzt muss ich wieder irgendein Item killen. Finde ich echt schade. Also das finde ich wirklich, wirklich blöd gemacht, dass ich, wenn ich sozusagen einen Item-Überschuss habe, ich jetzt nicht einfach die Eisblume einsetzen kann, ne? Aber was soll's. Nintendo denkt selten an solche Kleinigkeiten. Nintendo hat wirklich teilweise oftmals Probleme im Menüdesign. Splatoon, ganz großes Beispiel. Aber darüber will ich mich jetzt gar nicht aufregen. Jetzt taucht Mopsy hier schon wieder auf. Nee, den fange ich jetzt nicht. Mopsy habe ich... Wie gesagt, die Meldung für Mopsy habe ich bekommen. Ich schaue mich jetzt nach der zweiten Starcoin um. Da ist der Pixel-Luigi. Da ist er. Okay, ich habe ihn doch noch gefunden. Okay. Da oben in den Wolken würde ich es vermuten. Da oben in den Wolken würde ich die Münze tatsächlich vermuten. Ja, ist sie. Sehr schön. Alles richtig gemacht. Alles gut. Jetzt nur noch safe durchs Level kommen. Sehr schön. Dann haben wir das Level doch zu 100% geschafft. Optimal. Dann wären wir durch für heute. Zwei Pixel-Luigis habe ich nicht gefunden. Da bin ich wieder auf eure Hilfe angewiesen. Und beim nächsten Mal werden wir uns ins Castle stürzen. Das ist das Castle 7. Da hat, glaube ich, Domtendo eines seiner legendärsten Fails gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mal gucken. Naja, aber das war, glaube ich, Mario Bros. U. Bin mir nicht ganz... Doch, es war Mario Bros. U. Egal. Und dann geht's in die finale Welt. Die Lava-Welt. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal ein. Danke fürs dabei sein. Euer Hübi. Habt noch einen schönen Tag.